Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute mache ich mit euch einen Smoothie. Und zwar mache ich immer gerade recht grosse Portionen, dass es halt einfach für ein paar Tage langt, dass es trotzdem noch frisch ist. Und zeige euch das. Folgendermaßen: Ich habe 3 Orangen, ich habe 2 Bananen, die schon so ein bisschen angereift sind. Übrigens, das ist so ein bisschen der Zustand, ab dem esse ich es nicht mehr so gerne roh. Wenn ich es jetzt nicht für einen Smoothie nehmen würde, würde ich es schälen und in die Tiefkühler tun, weil dann kann ich es immer für Smoothies oder das Bananenbrot verwenden. Also ja, nicht vortrühren, egal wie braun das sind. He? Dann, ich habe Mangos gekauft in der Dose. Die Werte sind super. Ich habe einen Schnitt rausgenommen und er ist gar nicht gut gewesen. Und ich dachte, im Smoothies merke ich es nicht. Und darum hauen wir jetzt die Schnitz gerade hier rein. Wie gesagt, die Werte sind wirklich okay. Darum sehen wir über das hinweg. Dann habe ich dazu noch vom Lidl. Ich finde wirklich, Lidl sollte mich langsam sponsern. Ein Smoothie Mix mit Ananas, Papaya und Mango. Da hat es 3 Säckchen drin. Und ich verwende gerade alle 3. Ich habe noch einen anderen Mix gekauft mit Bananen und Beeren. Ich muss einfach unbedingt aufpassen, wenn ihr die nehmt. Also das, was ich jetzt hier habe, dass ihr das nicht mit Milch mischt. Weil Ananas, Papaya mit Milch, das gärt. Das schmeckt nachher, das könnt ihr nicht mehr trinken. Darum, wenn, dann mit einer veganen Milch, das ist möglich. Aber im Smoothie haben wir ja gar keine Milch oder so etwas, sondern nur Wasser und Früchte. Je nachdem noch Gemüse, wenn ihr wollt. Also ich habe jetzt die 3 Päckchen da rein. Mache jetzt die Orangen. Ich tue immer oben und unten abschneiden. Dann einfach die Schale so sparsam wie möglich. Und ich schaue immer, dass ich nachher die ganze Orange verwenden kann, dass kein Abfall entsteht oder nicht gross zumindest. Also ich könnte sie jetzt so eigentlich schon reinrühren. Ich muss aber sagen, ich bin etwas heikel und tue sie darum immer noch schnell halbieren und schaue wenigstens, ob es Kerne drin hat. So, dann haben wir unsere 2 Bananen. Und es ist mir jetzt in der Zwischenzeit gerade noch in den Sinn gekommen, dass ich das letzte Mal für einen Smoothie eine halbe Zitrone gebraucht habe. Ich glaube, ich tue die jetzt auch gerade noch rein. Weil ich muss sagen, ich brauche nicht so viel Zitrone in meinem Haushalt. Ich weiss nicht wieso. Aber ich kaufe immer wieder. Und ich mache irgendwie gleich nie so richtig, richtig etwas damit. Darum verarbeiten wir die jetzt gerade hier rein. Und ich muss sagen, ich liebe Zürich. Also eigentlich wäre sie bombastisch. Und ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob wir noch das Rüebli da reinrühren sollen. Das würde ja niemand merken von der Farbe her. Was meint ihr? Ich probiere mich zu euch zu channeln. Und ich glaube, ihr sagt Laura, tun ein Rüebli rein. Wenn es Janik schauen würde, würde ich sagen, okay, was machst du wieder? Zuerst mal schauen, ob ich überhaupt Rüebli habe. Ich habe... Ich tue 1 drin. Soll ich 2? Nein, ich tue 1 drin. Es sind Bio-Rüebli. Darum... Ich traue jetzt denen einfach. Du das schnell ein bisschen waschen, schälen müssen wir es nicht. Wie ihr wisst, die Vitamine sind immer unter der Schale. Darum ist es schade, wenn man Sachen schält, die man eigentlich nicht müsst.
zack rein, jetzt mixen wir das miteinander und dann haben wir einen Smoothie für etwa 4-5 Tage. Da kommt jetzt natürlich noch Wasser dazu. He? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich tue nicht abmessen. Ich tue. Ich muss euch das mal erklären. Vielleicht habt ihr das in einem Rezept schon mal gesehen von mir. Ich tue Wasser in Sekunden abmessen. Das heisst, wir schauen jetzt mal schnell, wie viele Sekunden dass ich Wasser laufen lassen muss. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe meine Smoothies gerne wässrig. Okay. Also, das waren jetzt 6 Sekunden. Ist bis dahin. Ich hoffe, das funktioniert für euch auch, weil wir müssen nicht abmessen. Aber es funktionieren dann leider halt nur meine Rezepte mit euch. Oder für euch. So, lassen wir den Karren laufen. So, der Smoothie ist fertig. Schau mal, das sind über 2 Liter. So gut. Oh mein Gott. Und ich probiere mal. Oh, er ist so gut! Oh, ich bin noch nicht so lange im Smoothie-Game. Ich muss das verstehen, dass jemand wie ich, der eigentlich nie gerne Smoothies hatte, er ist so gut. Oh mein Gott, Janik wird so begeistert sein. Ich weiß gar nicht, er schmeckt wie ein Glas. Hey, mach ihn nach. Bitte mach ihn nach. Er ist so gut. Ich müsste die Dose Mango nicht rein tun, weil die war nur zum Verwerten. Aber er ist so gut! So, ich höre auf. Wahrscheinlich, ihr trinkt seit Jahren Smoothies und denkt euch, okay, die alte den Schuss ab, oder? Aber ich habe Freude daran. Also, probiert es aus. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Tschüss!